Beautiful Sunshine. Sollen wir Elle noch einladen zum Singen hier morgens, oder was? Ja, wir können ja besser singen Singing in the Rain oder so. Ich weiß auch nicht. Dieses Wetter diese Woche ist ja etwas nervig. Gut, auf geht's. Nutzt ja alles nichts. Ne? Guten Morgen, meine Lieben. Es ist wieder Sonntag. Ich weiß nicht, was mit diesem Wetter ist, aber irgendwie ist es kaputt. Es ist nicht so, wie es sein soll. Ich habe doch gesagt, ich zeige euch heute tolle Toniken. Jetzt zeige ich die auch. Und das Wetter wird jetzt gefälligst mal langsam besser. Ne? Alle Leute, die im Urlaub sind, haben den Auftrag, ein bisschen Sonne mitzubringen. Ne? In den Kofferpack mitbringen, ist doch wohl ganz einfach, oder? Also ihr seht schon hinter mir, es wird wieder laut. Richtig, ich bin heute in dem Mut. Ich könnte heute singen. Ich kann doch nicht singen, also lassen wir es lieber. Ich wollte gerade sagen, lass es lieber. Für ein andermal, ne? Das liegt wahrscheinlich an dem Kunden. Jetzt muss ich auch sehen greifen. Ich habe euch ja versprochen, es gibt Tuniken. Jetzt muss Bonusmaterial heute ein bisschen stark sein. Heute gibt es wirklich was für die Zarten im Garten. Mm. Also, hier habe ich das perfekte Kofferkleid. Ein super leichtes, luftiges Kleid in Polyester, ja, okay, aber das ist so ein Teil, das schmeißt ihr in den Koffer. Ihr seid jeden Tag frisch geduscht, frisch eingecremt, da kann man nicht drin müffeln. Und, ne, kein Problem, schmeißt ihr abends ins Handwaschbecken, hängt es über den Brausekopf, ist wieder trocken nächsten Tag. Ein ganz, ganz tolles, luftiges Teil. Richtig, richtig schön, macht richtig Lust. Passt natürlich wieder unsere Magic Pearls dazu. Wer hätte das gedacht, dass das nochmal passiert? Und dann gibt es, dazu passe ich, auch nochmal dieses Muster. Also es sind wunderschöne, leichte Kleider. Und ihr braucht wirklich keine Angst haben, dass ihr das Bügeleisen mit in den Urlaub nehmen müsst. Das könnt ihr getrost zu Hause lassen. Das braucht man bei diesen Teilen. Das sind alles so diese 70er. Ja, wir haben sonntags morgens zu, da kann man ruhig gegen die Tür klopfen. Und hier haben wir das Gleiche auch nochmal. Sind so diese Retro-Muster, wisst ihr, diese 70er-Jahre-Tapetenmuster irgendwo. Sind wieder sehr angesagt, hatten wir im letzten Jahr auch schon. Es wird noch krasser. Ich wollte gerade sagen, oh, das ist geil. Sind das Farben. Hm. Und hier, guckt mal, unsere tollen Bucketheads. Die waren letzte Woche irgendwann, oder vorletzte Woche, ich weiß es gar nicht, bei Joko in der Show. Ich musste es mir extra angucken, ich stehe da ja nicht so drauf. Aber da hatten sie es im Publikum alle auf. Also. Sag mal kurz, dass die Kamerafrau mal richtig aufmerksam Fernsehen geguckt hat, dass sie sich auf ProSieben zwingen konnte. Genau. Und dann habe ich geguckt und habe gedacht, ja, okay, habe ich im Laden. Von Amit ist immer up to date. Egal, ne? Wie es läuft. Hier auch nochmal wieder. Ich bin sowieso so ein bisschen im Lila-Mut, so ein bisschen, muss ich euch ganz merkt ehrlich sagen. Merkt man gar nicht. Hier vorne unsere schöne Deko, da komme ich gleich noch drauf. Okay. Aber diese Muster sind echt, echt krass. Also ich finde die richtig cool. Und wer sagt, es ist mir alles ein bisschen viel Farbe, das Ganze gibt es auch in Schwarz-Weiß. Also ganz tolles Material, ist auch so ein bisschen stretchig, aber ist wirklich was bis Größe 42, dann ist hier Feierabend. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das läuft sonst nicht. Hm. Das heißt, es läuft schon, aber es sieht nicht mehr gut aus. Und nichtsdestotrotz, könnt ihr euch noch letztes Jahr an unsere tollen Neckholder-Shops erinnern, die hier hinten dieses süße Guckloch hatten, wo wir die Kundin hatten, die das aus Versehen nach vorne getragen hat und gesagt hat, kann doch zeigen, was ich habe. Genau diese Tops gibt es wieder mit diesen tollen Mustern. Und diese Tops bringen dieses Mal jemanden mit. Und zwar Hosen. In genau dem gleichen Material. Super wieder für den Koffer. Weite Beine, optimal. Weite Beine, stretchig, mit Gürtel, mit Gummizug oben. Also auch super für irgendwelche Flüge oder was. Oder auch einfach für die Terrasse zum Geburtstag, zum nächsten runden Geburtstag oder was. Sieht doch wohl cool aus, oder? Darf ich jetzt schon sagen, zum Ostereier suchen oder spoilere ich jetzt schon wieder irgendwas? Gott. Alles klar. Okay, sorry, dann halt nicht zum Ostereier suchen. Zum Ostereier suchen könnt ihr das natürlich auch tragen. Und guckt mal, was ich dazu gefunden habe. Ihr glaubt es nicht, ne?
Mr. Magic ist auch immer genau wie ich, immer up to date. Der hat immer die richtigen Farben für immer die richtigen Outfits. So, jetzt könntet ihr, genauso wie hier, unsere wunderschöne Strickjacke zum Ostereiersuchen anziehen, falls es ein bisschen kühler ist. So. Oh Mann, zwei doofe ein Gedanke, ne? Dann passt nämlich auch wunderschön diese tolle butterweiche Strickjacke da drauf. Und es ist ein richtig tolles Teil. Natürlich könnt ihr auch eine Jeansjacke draufziehen. Oder aber ihr fangt an, das ganze Ding auseinanderzunehmen. Weil man muss im Koffer ja immer ein bisschen sparen. 20 Kilo ist ja nicht gerade viel. Ne? Für abends hätte ich nämlich dann diese Variante zu bieten mit dem kleinen Pulli. Und die Magic Pearl Kette müsst ihr euch jetzt gerade denken, sie kommt bestimmt gleich noch irgendwo. Ich weiß nur nicht, wo ich sie gerade habe. Oder ihr tragt dieses lange Teil darüber, also so richtig lang und schluffig. Oder ihr sagt, okay, jetzt habe ich da irgendwie einen Flecken auf der Hose. Ich habe sie schon über dem Duschkopf hängen, wie Claudia gesagt hat, habe ich schon einmal gewaschen. Dann zieht ihr einfach unsere coole grüne Hose dazu an. Ist das cool? Mit dem grünen Buckethelm. Helm. Backen. Er schützt nur vor Sonne, nicht vor Aufschlag nicht oder so. Nicht vor Aufprall. Also, ups. Ups. So, guck mal. Sieht das cool aus? Wir haben Ideen heute hier, wa? Jetzt geht's richtig und rund. Und ihr könntet natürlich auch sagen, oh, okay, ich könnte das Ganze aber auch anziehen. In deiner neuen Lieblingsfarbe. Mit der neuen Lieblingsfarbe von Claudia. Und dann schlagt ihr euch einfach so den Pulli hier oben so lässig. Oh, das klappt jetzt. So golfermäßig. Ja, so golfermäßig. Oh, das klappt jetzt gerade gar nicht. Wieso man das jetzt hier machen? Braucht wieder eure Fantasie. Ihr wisst, was ich meine. Kann man das so halbwegs erkennen? Ja, ja. Ja, ja. Jeder ja, weiß schon, was okay. gemeint ihr war. Ihr weißt schon, was ich meine. Ja, und mit meiner Lieblingsfarbe geht es hier weiter. Jetzt muss ich gerade mal drehen. Jetzt ist ja wieder alles wieder völlig durcheinander. Gibt es nämlich, ach, hier ist auch die Kette. Siehe mal, gucke da. Hier gibt es nochmal in so einer Batik-Optik das Ganze. Gibt es dazu auch eine Hose? Ei, du bist aber vorbereitet. Ich bin vorbereitet. So, stark. Und wenn ihr jetzt sagt, ja und nu, das gleiche wieder, ja, hatte ich jetzt schon. Nee, es gibt jetzt dazu einen kleinen Bekannten, den ihr schon vielleicht zu Hause habt. Das tolle Belief-Shirt. Oder aber das neue T-Shirt. Hat hier vorne wieder diese Zugbänder. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann. Mhm. Kann man seitlich so ein bisschen ziehen. Kleiner, fast V-Ausschnitt. Und ganz kurze Arme. Also richtig schön lässig. Passt natürlich zu allen fliederfarbenen Teilen, die wir so dabei haben. Und das Top. Nicht, dass ihr jetzt meint, ihr könnt das Top nicht mehr anziehen. Na klar. Das Top passt natürlich wieder zu der fliederfarbenen Hose. Es gibt übrigens 70 verschiedene Tops und Shirts, was ich hier eigentlich gar nicht alles zeigen kann, sonst kriegt die Kamerafrau gleich wieder einen Föhn. Ich wollte gerade sagen, eben meintest du, es sieht schlimmer aus, als es ist. Jetzt denke ich gerade, naja, so viel Bügel haben wir noch nicht geschafft. Es wird noch viel schlimmer. Nein, ich halte mich jetzt kurz. Guckt mal, ich habe euch hier nämlich mal das lässige Leinenhemd, habe ich das nicht gekrempelt? Ach du meine Güte. Oh mein Gott. Also, wir können es uns vorstellen. Ihr könnt es euch vorstellen, wie die gekrempelt aussehen. Mal das Leinenhemd als Jacke darüber gepackt, das sieht natürlich auch richtig klasse aus. Und selbst dazu passt natürlich auch wieder eine schlichte Hose. Also auch das kann man machen. Was ich nämlich noch gar nicht erzählt habe, es gibt das Set, wenn ihr nämlich die Hose und das Top in dem gleichen Muster kauft, bekommt ihr einen Rabatt. Cool, ne? Habe ich extra so. Hose und Top kosten sonst gleich viel, ne? Die Hose und Top kostet gleich viel und wenn ihr beides zusammenkauft, gibt es das Ganze 10 Euro günstiger. Und schaut mal hier, es gibt auch noch etwas dezentere Farben. Ich komme gleich hoch. Moment, ich muss mal gerade hier ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, wird jetzt schwierig, das zu erkennen. Wow. Das Hemd ist auch nicht raus gekrempelt. Aber guckt mal, sieht es cool aus? Moment. Auch wieder diese tolle Hose. Also guckt mal richtig schön, was für ein tolles Bein. Es geht schon in diese Richtung, in diese Schlagrichtung. Manche würden auch sagen, ja, kann ich auch zum Schlager-Move anziehen. Ja. Das könnte man auch tun. Also das passt auch. Oh, ich habe noch ein Teil hier. Das genau, das hatte ich auch noch dazu gehängt. Guckt mal, ihr könntet sogar den so ein bisschen elegant dazu tragen. Unseren Pulli mit den kleinen Pailletten. Auch so ein feines Teil für abends so zum drüberziehen. Und hier habe ich noch mal
das Ganze mit dem Pulli, den ich jetzt auch trage, wenn es also echt mal ein bisschen kälter ist abends, dass man das auch nochmal so drüber ziehen kann. Hier ist auch nochmal das Fransentop darunter. Also das würde farblich auch nochmal sehr schön passen. Hakt sich jetzt sehr schön da ein da unten. Und das Top passt natürlich auch. Seiz ich hier gerade die Hose ab. Brauche ich wieder euer Verständnis hier. Guckt mal, ihr könnt es auch mit dieser olivfarbenen Hose super tragen. Also es gibt so viele Kombimöglichkeiten. Und ich finde, für 10 Euro günstiger könnt ihr euch die Hose echt dazu leisten. Weil dann habt ihr eine super Kombimöglichkeit. Und wer jetzt sagt, Claudia hat eben volle Farbe versprochen, die kommt jetzt. Ja, weil nämlich nochmal auch so ein tolles Retro-Muster in Orange. Wieder tolle Weite von den Beinen. Also ich finde es richtig cool. Und hier ist auch nochmal dieser Grobstrickpulli, den ich wieder trage im Moment gerade, den man natürlich super über das Top einfach ziehen kann. Ne? Mhm. Und dann kann man ne, so im Lagenlook, ich kann das da auch mal reinstecken. Guck mal, sieht doch ganz pfiffig aus, oder? Ja. Also ihr geht erst so los und wenn es euch dann kalt wird, zieht ihr den dicken fetten Pulli drüber. Sieht fast aus wie ein Einteiler, ne? Ja, man dann also so sieht aus wie so ein Jumpsuit. Mhm. Das in dem Fall. Also richtig, richtig coole Möglichkeiten. Und guck mal hier, das Tuch, finde ich, passt auch sogar dazu. Und unsere schöne unser schönes Muslin-Shirt vom letzten Mal ist auch wieder dabei. Also ihr seht, ihr könnt es unbegrenzt kombinieren. Die hängen ja alle so fies, das ist so eng auf diesem Ständer. Achso, genau. Und hier passt natürlich dann wieder das Top drunter, das könnt ihr euch dann wieder vorstellen. Ja. Auch hier gibt es noch wieder die Leinenbluse farblich passend dazu. Gut, dass ich immer so eine Farbmarke habe und immer alles aufeinander abstimme. Dann passt das schon. Achso, ich dachte, das Top eigentlich auch hierzu. Das kann ich auch nicht. Ja, komm, egal. Wer jetzt noch dabei ist, der guckt auch bis zum Ende. Der guckt auch bis zum Ende. Also hier ist nochmal das Leinenhemd mit dem schönen Top. Und hier auch nochmal richtig eine coole, ist das hinten oder vorne? Ich weiß es jetzt auch gerade nicht so genau. Das ist vorne. So, nun haben wir es auch. Ne? Also auch nochmal hier mit diesen tollen Kreisen da drauf. Richtig cool. Und dann könnt ihr euch noch erinnern an dieses Shirt. Das passt natürlich auch super zu der Hose. Also das lässt sich alles super klasse untereinander kombinieren. Und hier habe ich das Ganze nochmal mit diesem tollen Shirt in Orange. Das war's jetzt schon? Das war's jetzt schon. Ich könnte stundenlang weitermachen, weil ich schiebe euch den Ständer jetzt mal her, damit ihr sehen könnt. Ihr müsst es euch angucken. Ich hätte jetzt stundenlang weiter kombinieren können. Gut, dass ich die Kleine hier vorgehängt habe, komme ich nämlich gar nicht dran. Also, hoppala, Sekunde. Salz ich gerade. Ja, Pfeffer. Jetzt komme ich gar nicht rum. Guck mal. Sind das Muster? Sind die klasse? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Ihr müsst vorbeikommen, ihr müsst es euch angucken. Im Fenster haben wir auch ein paar hängen. Könnt ihr euch also schon mal so ein bisschen so inspirieren lassen. Ich wünsche euch was. Wir hast du nicht? Uns. Stopp. Halt, ich habe was vergessen. Oh. Wenn man Ostern. Wir haben nächste Woche Ostern. Wusstet ihr schon? Freitag ist Karfreitag. Die Woche ist recht kurz. Aber wir haben natürlich auch, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt oder ihr müsst mal so den Blick über den Küchentisch zum anderen Ende hinwerfen und sagen, oh, das finde ich ja schon cool und wir fahren doch in Urlaub oder eigentlich könnte ich so eine Hose auch gut gebrauchen. Die müssen doch auch noch los zum Geburtstag. Das ist ja doch eine coole Geschichte. Und da brauche ich ja gar nicht viel, das kann ich ja toll kombinieren. Dann wünscht euch einen Gutschein zu Ostern. Frei über zu überblicken, wie auch immer. Frei wählbar. Frei wählbar, frei wählbar. Oh, ich bin vielen Leute wohl die Worte. Kommt vorbei, ihr holt euch einen Gutschein und dann könnt ihr am Fenster flanieren und sagen, das wär's oder das wär's oder das oder das. Und ab Montag kommt ihr vorbei. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.